So, willkommen zurück. Dann auf. Was sucht dieser Torres denn nach dem Observatorium, wo du selbst den Schatz in der Hand hältst? Torres weiß nicht, dass ich ihn habe. Warum bringst du es ihm und riskierst es zu verlieren? Er soll wissen, dass ich es habe, bevor er stirbt. Edward, unsere Bucht wird von einer Flotte blockiert. Hi, die Armada. Das sind Torres und seine Männer. Und was genau gedenkst du nun bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. Tja. Vorbeisegeln heißt wohl. Kaputt machen. Schiff verfolgt uns, Sir! Ein Kriegsschiff! Spanische Flagge! Die sind allein, Sir! Feuer! Mörser, Edward! Warten auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Ja, wie ist das mit voll daneben? Feuer! Feuer! Ist sie verwundbar, Captain! Feuer! Feuer! Sollte vielleicht mir das Boot Feuer! Dann also gerade schießt, Feuer! Treffen. Feuer! 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 So, und erledigt. Sind bereit, Sir. Aber da hinten kommt das nächste. Feuer! Ja! Feuer! Rahm und Marv, Sänger, ja! Mach die Schuhe! Feuer! Gib den Befehl, Sir! Feuer! Feuer! Vorbei! Sind die Haken fest? Da! Mörser! Sind bereit, Sir! Feuer! Ja! Sie präsentieren Feuer! Sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Feuer! Feuer! Ja! Du verdenkst uns doch, Headway! Feuer! Feuer! Gesteckt! Meiner ja! fertig, Sir! Feuer! Mist! Der Winkel steckt noch nicht! Feuer! Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Und fertig! Ha! Seh dann! Feuer! Da gehen sie unter! Zwei dicke Schiffblatt. Feuer! Ja! Feuer! Und untergehen. Nachladen! Der nächste Feuer! Sie verwundbar, sauber. Bereit zu feuern, Captain! Immer zu ein Dorf. Quest beenden. Ach, Quatsch. Quest beenden. Quest anfangen. Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Die Rogers und Hornigold. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen kann. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich. Und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst leiden. Und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe. Sie konnte das richtig gut erklären. Die gefangenen Hüter befreien. Captain über Bord! Sie kommt mit. Oh, Bonnie, du sollst aber nicht sterben. Gott, es ist etwas schattig hier, nicht wahr? Etwas schattig hier? Ah, ja. Ich hätte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Wahrscheinlich. Dann auf zum Dschungel. Wir rüsten gleich mal nochmal die Pistole aus. Ja, Bonnie, wo bleibst du denn? Ist jetzt hängen geblieben. Bonnie? Vielleicht wird sie ja nachteleportiert. Beziehungsweise neues Missionsziel. Jetzt speichert's. Sie ist nicht da, deswegen machen wir noch schnelles Nachladen. Weil die sollte schon dabei sein, die Kleine. Oder? Ja. Korrekt. Die ist wahrscheinlich genauso wie ich an den Felsen hängen geblieben. Soldaten da vorne. Was sollen wir tun? Ah, Sam gekillt. Mist. Ihr Schweinehunde. Oh.
Oh Gott, sieh dir das an. Kadaver meilenweit. Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Da jagen wir mal hinterher. Wirklich retten können war bis jetzt nämlich sowieso noch gar keinen. Da verspeist gerade einer ein Krokodil. Also ein Krokodil einen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Erden kommt uns gar nicht hinterher. Hä? Ju. Ja, da ist er. Oh, er brennt alles. Das ist bitter. Wo sollen die Gefangene haben? Hier haben sie Gefangene. Und eine Gruppe befreit. Kannst du sie sehen, Edward? Schließlich sind es ihre Wächter. Und dann... Da sind Spanier vor uns. Echt? Hätte ich nicht gedacht, Kleine. Die Frage ist nur, wo? Und wieder zwei befreit. Jetzt müssen wir eh wieder hoch. N ist schon wieder spurlos verschwunden. Na gut, da darf ich mich jetzt aber nicht drum kümmern. Und tschüss. Ha! Geiler Move. Und ihr seid frei. Noch einer fehlt. Ah nein, 7 von 7. Perfectly. Und N ist auch wieder da. Bonnie. Weißt du nicht sogar N? Nee. Verdammt. Alles sehr einfach. Was ist das? Später, N. Ich erzähle es dir, wenn wir fertig sind. Sie ist deine Maschine. Wofür sie zuständig ist, wissen wir nicht. Aber anscheinend sollte sie ja jemanden erwecken. Die Computerdame aus unserer Epoche. Vielleicht. Heilige Mutter Gottes. Ist das der Ort, den wir gesucht haben? Ei. Nur diesmal bewegt sich hier alles. Halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Bereit für noch ein Dutzend Kämpfe. Ei! Okay, danke dir. Wir erledigen dann den Rest alleine. Tis piernas! Tis piernas! Venga, muévete! No puedo! Tis piernas! No responde! Wow. ¿Has oído? ¡Levántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Por favor, no me abandonéis! Ah.
Das war krass. Und ich entledige dich mal. Frage, wie ich darüber komme? What the fuck? Wo hier rüber, ha? Oder auch nicht? Ich verstehe gerade nicht ganz. Oh shit, 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 shit! Ja, das war jetzt ein bisschen zu weit gesprungen. Hätte mich nur fallen lassen müssen. Hör auf zu jammern. Ich habe keine andere Wahl eigentlich, als darüber zu jumpen, aber das überlebe ich doch nicht. Ich kann da vergessen. Ich verstehe nicht ganz, wie ich hier weiterkommen soll. Das da führt zu nichts. Das da unten. Sieht mir auch nicht wirklich noch was aus. Das Einzige, was ich tun kann, ist hier geradeaus zu jumpen. Na dann, good luck. Nope. Nein. Okay, jetzt hänge ich an dieser Scheißstelle. Es ist doch nicht wahr. Dann sag mir mal, wie ich hier weiterkomme. Dann verschone ich dich. Ich weiß es nämlich einfach nicht. Ah. Okay, vielleicht weiß ich es doch. Ah, die verschieben sich gegenseitig. Okay. Ah. Habe ich jetzt erst gesehen. Okay. Schaffen wir das? Wow. Das war knapp. Das war geil. Hemos activado algo. Nuestro deber es quedarnos con Torres. ¿Dónde vais? ¡Ese viejo conseguirá que nos maten a todos! ¡Te castigarán por esto, cobarde! ¿Quién me va a castigar? ¿Un hombre muerto? ¡Alto ahí! Keine Ahnung, wie ich das vom Verteidigungssystem übernehmen lassen soll. Deswegen töte ich sie mal lieber selber. Achso, einfach da reinwerfen quasi. Ach, sind schon zu wenige. Aber ein echt geiles Verteidigungssystem.
¡Está aquí! ¡Matadlo! Adiós. Ach du Scheiße. Das hast du nicht gesehen. Ich bräuchte irgendwie ein paar bisschen größere Höhe, oder? Oh, wow. Okay, das war knapp. Das Ding, das fällt schon frei auseinander. Aber dieses Verteidigungssystem ist geil. Fuck. Und es hat mich voll erwischt. Aber dass der Typ einfach wie ein, von einem Schutzschild geschützt wird, ist auch übel. So, hoch damit hier. Und jetzt warten. Jetzt rüber. Jetzt immer noch warten. So, und schnell hoch. Genau. Wie auch immer ich da gerade keinen Schaden nehmen konnte. Was? Warum musste der jetzt springen? Da, nochmal. Verteidigungssystem, das aber auch an den Wänden existiert, ist merkwürdig. So, warten wir nochmal. Und hoch. So, und jetzt? Ah. Das war das, was ich gemeint habe mit wir müssen etwas höher hinauf. So, und jetzt hier oben an die Dinger. Aha. Da kann ich mich draufstellen. Zusammentun können, Edward. Wir hätten die Macht übernehmen können. Und all diese mickrigen Reiche in die Knie gezwungen. Es steckt so viel Potenzial in dir. Es gibt so viel, was du noch nicht erreicht hast. Was ich dir zeigen könnte. Mysterien, die deine kühnsten Vorstellungen überschreiten. Bereite dich einfach auf deinen Tod vor. Am Ende der Weisheit. Captain Kenway. Immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übelwett, als ich selbst je beging. Und daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher. Jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja. Nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch.
Horus hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Ezzavolte suutukila. Kavene. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als sie zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich, aber erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche. Uh-oh. Das sieht nicht gut aus für ihn. Sehen wir uns mal wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.